Noch bis nach. Bis halb. Geisterlande. Bis halb. Ja, bis Geisterlande. Bis halb. Geisterlande. Ich hab keinen Bock, nach Geisterlande zu laufen. Du bist doch nicht hinlaufen, weil zu fliegen. Obwohl. Könnten eigentlich auch nach Tiere nach Silberwald gehen. Nö. Warum nicht? Darum. Ups. Und wer ihr seht, hier unten kann man was kaufen. Ja. Nur mal kurz Gegenstände. Zeigen. Genau. Und man könnte hier Gegenstände aber reparieren. Level 10 müssen wir erst, ne? Wir sind Level 10. Ja. Ja. Du, ich wollte mal hochgehen, ne? Weil der liegt da ab. Und kannst auch hier unten stehen. Ja, aber mir ist ja schon oft passiert, dass ich da nicht rechtzeitig rausgekommen bin. Das war neulich so genial, ne? Ich bin mit meinem Charter, Level 10 hier, der Jäger, von dem ich vorhin erzählt hatte, ne? Auf dem Zeppelin nach Donnerfels, weil ich mir da einen Wolf tamen wollte. Auf dem Zeppelin kriege ich einen Invite für die Kriegsmüllschlucht. Du kannst ihn aber auf dem Zeppelin nicht annehmen. Da war der jetzt aber gerade mitten auf dem Weg, weil der ist ja nicht im da geht ja nicht in den Ladebalken, der fliegt ja so darüber. Bin ich da runtergehüpft, gestorben, bin irgendwo an einem Friedhof völlig in der Pampa gespawnt, bin dann zu meiner Leiche gelaufen und kurz vor Wiederbeleben war die Einladung ausgelaufen. Mhm. Ja, richtig genial, stand ich da, Einladung weg, ich einmal gestorben, und der Zeppelin war auch weg. Auch gut. Ja. Total dumm. Gesagt, schlechter. Ja. Aber ich bin dann trotzdem noch dahin. Fliegt der jetzt auch anti-Huber, ohne Blende? Der fliegt mit Blende, weil der fliegt ja übers Meer. Und das Meer, das kennt keiner. Ach so. Da, das böse Meer mit dem Strudelding. Bumm. Ja, wenn der da reinfliegt, dann wird er so gesaugt, dann wird er irgendwo hingeschleudert. Und dann ist der halt da. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon auf Nordend. Erstmal die Scherbenwellen, ne? Schwarz die Nacht. Wenn du jetzt runterspringst, ne? Bin ich tot. Würde ich gar nicht mehr sagen. Du musst da jetzt runterlaufen hier, ne? Nicht Chips fressen. Ja. Ja, Unterschied. Hier kenne ich mich wenigstens aus. Sicher? Du weißt schon, wo es nach Silbermond geht, ne? Mhm. Gut. Silbermond, die Stadt der. Moment, ist jetzt nach Silbermond? Silbermond ist die Stadt der weiblichen und wirklich weiblichen Blutelfen. Wollen wir da wirklich jetzt hin? Ja. Du hast doch eben gesagt, andere Richtung. Hm? Ja. Da, ne? Nein, links. Ach. Hä? Da, zu den Ruinen. Da, wo Eingang ist. Da. Genau. Du hast doch gesagt, wir wollen nicht nach, ich weiß es denn jetzt? Wollte nach Dings. Nach was? Hier runter. Da hoch. Alter, ja. Das ist Silberwald. Das habe ich eben gesagt. Da hast du nein gesagt. Ach so. Ja, wollen wir da jetzt hin? Ja, Silberwald. Okay, nächster Flugpunkt ist ein Brill. Ja, dann muss ich wieder zurück. Scheiße. Ja, andere Richtung. Ja. Ja. Hier. Ja. Meine ich doch. Los. Klappe. So. Ja, nee, weil, in Silberwald bekommt man so ein bisschen Einblick da rein, weswegen Silvanas eigentlich voll beknackt ist. Ich finde die ganze Totenwelt hier richtig cool. Ich hab beknackt. Also wenn's gesagt. Ja. Ja. Und ich sag beknackt. Cool. Aber wenn's nach mir gehen würde, würde ich sagen, das war ein Hexenmeister machen hier. Aber. Nee, Silvanas ist echt durch den Wind im Moment so komplett bescheuert. Und du wirst dann auch sehr bald merken, warum. Ich finde Silvanas trotzdem cool. Ja, ist ja deine Sache, aber ich kann dir dann auch erklären, warum, aber erst wenn es soweit ist. Drachi. Kaputti. Ach, scheiße, Dings. Wo geht denn jetzt eigentlich hin? Du musst da weiter. So ja. Rein. Die Zeit ist kurz. Einfach kurz. Nee, bald das kann ich nachher einstellen. Da links, da ist er, wo die Ringe hängen. Boah. Ja, das Spiel ist ab 12. Hat's geschmeckt? Das Spiel ist ab 12. Ja. Das Schlachtebein noch in der Hand, ist aber kein Blut mehr dran. Ey, da ist der Kopf mit dem Teil. Boah, mit dem Schlachtebein im Kopf. Da ist der Kopf mit dem Schlachtebein im Kopf. Ja, das ist ein Messer egal. In der Hand. Und Tote sind geil. Ja, wie gesagt. Silberwald, ich weiß gar nicht, wie weit du schon da reinfliegen kannst, aber fliegt auf jeden Fall dann erstmal zur ersten Station in Silberwald. Oh, was ist das? Da. Nee. Ganz oben. Oder das da? Nee, darüber. Da. Die. Ja. Achso, du musst erst den Dingenswert machen. Den Buff da. Nee, den in der Mitte.
genau. Meine ich doch. Ja. Ja, doch, das. Oh Mann, bin schon voll durcheinander. Tja. So. Kannst auch nur, und wenn jetzt ich da ankomme, spielt der die Zwiebel. Ja. Eigentlich richtig geil, wenn man so hier rumdüst. Ich weiß gar nicht, was da unten abgeht, aber das ist auch irgendwas. Ja, du siehst, Silberwald hat sich extrem verändert. Aber die Wald, der Wald. Ich wollte gerade sagen, hier war überhaupt keine Stadt. Genau, das ist keine Stadt, das ist ein Stützpunkt. Der war überhaupt nicht da vor Kataklysmen. Das hat aber auch alles einen Grund. Das erfahren wir auch, wenn wir die Quests machen. Und deswegen wollte ich eigentlich auch. Hier hingehen. Ja, das war unser Name. Da ist er nochmal. So. Gut, ja. Und wir sehen uns dann bis gleich. So, weiter geht es. Mit WoW. Wer hätte das gedacht? Und ich spiele jetzt. Und es leckt. Oh, was? Sobald der Onion spielt, leckt es. Fällt gerade auf, wir hätten mal zum Lehrer gehen sollen. Was hättest du? Wir hätten mal zum Lehrer gehen müssen. Hm. Hier gibt's eigentlich mehr Quests. Ach, nee, warte mal, jetzt kommt hier der Kriegshäuptling an. Jo, der Kriegshäuptling kommt vom Himmel gesprungen. Ihr wisst, das ist Sylvanas da. Ich diesen Ort und seine ich habe keine Zeit für Kriegen. Was wollt ihr von mir? Und noch wichtiger, was wollen diese Geißelscheusale hier? Kriegshäuptling, wie schön, dass ihr es geschafft habt. Nach dem Tod des Lichtkönigs verlor der intelligentere Teil der Geißel seine Arbeit. Diese Scheusale, wie ihr sie so feinfühlig nennt, heißen Walkür. Sie unterstehen nun meinem Befehl. Und sie sind einer der Gründe, warum ich euch sprechen wollte. Raus damit, Sylvanas! Nun gut, Kriegshäuptling. Ich habe einen Ausweg für mein Volk gefunden. Den Verlassenen ist es nicht möglich, sich fortzupflanzen. Mit Hilfe der Walkür ist es uns nun möglich, aus den toten Körpern der Gefallenen neue Verlassene zu erschaffen. Agatha, demonstriere es dem Kriegshäuptling. Das ist so geil gemacht. Sylvanas, ja. Geht gegen die Gesetze der Natur. Widerwärtig, Frevel. Ist das einzige Wort, das... Verstehst du jetzt, was ich meine mit Sylvanas knapp? Kriegshäuptling, ohne diese neuen Verlassenen wird mein Volk aufsterben. Sie verwendet die Überbleibsel von Arthas Terrorherrschaft dafür, um ihr Volk leben zu lassen. Das finde ich ziemlich bescheuert. Ich finde trotzdem Sylvanas noch cool. Ja. Machen wir das Portal noch auch immer, das will ich nehmen. Das ist auch eins, das will ich auch nehmen, aber das geht nicht. Offensichtlich, das ist auch eins. Ich diene der wir hätten mal. Moment, das wollte ich eben noch nachgucken. Auch zu Nato, Bankier, Kampfmeister, Flugmeister, Essen, Trinken, Gastwirt, Briefkastenlehrer von Beruf, Reagenzin, Reppen. Die beiden brauchen wir nicht. So, wollen wir nochmal gucken. Also, Sens des Ganzen ist eigentlich, dass Garrosh jetzt zurückgeht. Und. Romusch, der bleibt hier, um Sylvanas zu überwachen, dass die keine Scheiße baut. Aber Tag wie du siehst, ja, Bogen, Pfeil, Sylvanas ist ein Hunter. Welches Glück soll dieser Fluchen bringen? Hallo. So, Bogen, Dinger töten. Du siehst hier, das Gebiet arbeitet mit Phasing. Sagt dir das was? Was? Phasing. Nein. Dass wenn du bestimmte Sachen schaffst oder erledigst, dass du in eine andere Phase kommst und dann was die Welt, also sich die Umgebung ein bisschen verändert. Das ist okay. Phasing. Was ist? So. Ja, Mai. Muss man mal eben was einstellen. Das hier und einmal so. Ja, das lassen wir mal anzeigen. Und das. So geht's nämlich besser. Da muss doch hier irgendwo mal
einen Typen geben, wo ich einen Ruhestein hinlegen kann. Das kann nicht wahr sein. Oh, Alchemiebedarf. Das hört sich doch mal gut an. Hoffentlich ist das Kristallviole. Na, brauchen wir noch keinen neuen. Das gibt's doch nicht. Muss doch irgendwo sein, ein Gasthaus-Ding sein. Ach ja, und ich weiß gar nicht, ob das neu ist, ich glaube nicht. Wenn man eine Sammelquest kriegt, wo man irgendwelche Blumen sammeln muss, dann werden die mittlerweile auf der Karte angezeigt. Ich glaube, es war zu Bottle Core auch schon so, aber ist halt eine schöne Sache. Hallo. Ich glaube, die können da noch anspringen, bin mir nicht ganz sicher. Schön ist eben, die sind hier in Kämpfe verwickelt, das heißt, auch wenn die rot sind, greifen die einen trotzdem nicht an. So. Passt schon auf, oder? Aha. Oh Mensch, Kollege, du bist nicht PvP geflaggt, sonst hätte ich dich geheilt. Weil man kann keine Charaktere heilen, die nicht PvP geflaggt sind und der eigenen Fraktion angehören, das geht nicht. Bam! So muss das laufen. Oh, und brauchen wir die auch? Ja, die brauchen wir auch. Ach Mensch, die droppen so bescheuert. Jetzt sind Blumenspuren hinter uns her. Hm? Jetzt sind die Blumenspuren hinter uns her. Wenn man die einsammelt, passiert das. Ach so. Das Geschenk des Frühlings ist das. Mann. Ja, ich glaube, in den verseuchten Tieren rein sind die auch drin. Och, nö, sind sie nicht. Wollen wir erstmal die Renegaten killen. Ne, Renegaten. Da wird mir jetzt ein Toter gestellt. Ach ja, genau. Ich stelle das mal eben so ein bisschen um, wie ich es kenne. Zack. Zack. Und? Zack. Wie lange hast du WoW noch? Zack. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie nachgeguckt, aber ich glaube Mitte November. Ach so. Das ist erst gerade 23. jetzt. Dann können wir ja noch aufnehmen. Hm. 6 von 10. Müssen noch mal ein paar andere killen hier. Ja. Vielleicht kommt die Nachricht, sie müssen die Lizenzverlängerung beantragen oder so. Ihre Gültigkeit ist abgelaufen. Ja, die Karte, ne? Oh Mann, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man die aufmachen können, dass dann da die Teile drin sind, aber das stimmt anscheinend gar nicht. Das heißt, wir haben noch 0 von 6. Das ist ein bisschen blöd. Aber whatever. So. Ach Mensch, die weiblichen Worgen, ey, die sehen so. Die sehen aus wie Typen, finde ich, ganz ehrlich. So, so. Verrecke, du unehrenhafte Brut. Oh mein Gott, ein Tigerauge. Hallo Kröte. Tschüss, Kröte. Oh, diese blöden Bären. Nö. So. Geht alles relativ schnell jetzt zum Glück. Och Mensch, ein Green. Und auch noch Leder. Mensch. Da wir ja noch kein Brusterbstück haben. Da war ich bis jetzt einfach zu voll, weil die zu besorgen. Eigentlich perfekt, dass das jetzt gedroppt ist. Ja. Guck mal. Es gibt sogar einen Buff. Mhm. Aber die Crit-Chance so 15%. Das ist eigentlich sehr, sehr stark.